Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio mit dem Soul wieder bei. Servus. Servus. So, ich habe hier noch ein paar Verbesserungsarbeiten durchgeführt und zwar haben wir jetzt ja endlich die Erzsortieranlage MK3. Ob wir die vorher hatten, weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaub nicht. Aber jetzt werde ich hier mal mit dem Eisen ein bisschen schneller Gas geben und zwar werde ich mir hier diese Erzbrecher MK3 bauen. Das hier mal, ja, hier oben sieht man schon, dass das Eisenerz schon wieder weg ist, dort unten das Eisenerz weg ist. Es wird langsam knapp mit dem Eisenerz, weil es wird hier hinten ordentlich einiges weggefressen. Vorführeffekt, wird doch nichts weggefressen jetzt. Ja, weil es sich jetzt wahrscheinlich erholt hat. Ja, na gut, okay, die blauen Fläche, die stapeln sich ja wunderbar. Das heißt, wir können wieder ein bisschen was forschen. Ja, oh, das ist sehr schön, dass du das forschst. Ja, muss auch mal sein. Ja, und der Soul hat natürlich ja, ein bisschen rumgecheatet, hat mir einen Kampfanzug MK2 gegeben mit alles mögliche drinne. Egal, ob man es, sag ich mal, ercheatet oder später selber baut, es kommt auf das Gleiche hinaus. Es dreht sich eigentlich bloß hauptsächlich darum, dass man weniger Arbeit hat, allein schon was Baumfällarbeit angeht, ich hasse es. Ja. Ich würde gerne einen Cheat finden von wegen Kill All Tree. Einfach alle Bäume putz weg. Tja. Okay, die kommen gar nicht hinterher für auszuladen, sehe ich gerade. Was denn? Ah ne, das sind nur die vordersten, wo die schnell sind für auszuladen. Ah, siehst du, vielleicht andere Greifarme nehmen? Ne, weil das Band ist voll. Ach so, das ist ja schon rot, ne? Ja, und wir brauchen blau. Dass das ein bisschen schneller wegtransportiert wird. Wird das Band einseitig oder doppelseitig belagert? Doppelseitig? Ne, einseitig. Dann könnte man doch hier Inserter noch dran klatschen. Und dann anstelle der blauen Einladegreifarme nimmt man dann die grünen. Stimmt. So würdest du ja quasi auch nochmal ein bisschen Speed reinholen. Ja. Stimmt. Guter Junge. Ist mal grad so, ne? Ja. Ich glaube, das war auch das Produktivste, was ich heute abgegeben habe von mir. Vor allem ist es doch schön, ne, wenn man so ein MK2 hat, aber die Roboter trotzdem einschlafen beim Arbeiten. Oh, ich hab Denkfehler drin. Oh, was hast du jetzt gemacht? Ah nein, da braucht man ja die, da muss man ja die... Ja, die Intelligenten. Intelligenten, genau. Hat er jetzt Stein mit draufgeschmissen, ne? Ja. Na, egal. Ja, demnächst werde ich auch wieder alles ready haben, werde dann mal wieder anfangen zu streamen nebenbei. Jetzt muss es halt erstmal so gehen. Ja. Alter, so schön an Angel Mod, ne? Man verpasst da ja noch nicht so viel. Weil du einfach nicht vorwärts kommst. Welcher ladet hier noch aus? Wir haben jetzt 5 Folgen gemacht, ne? Um quasi Blau Flash herzustellen, wenn man es mal ehrlich nimmt. Ja. Der Rest war ja nur da was hinsetzen, da ein bisschen was und das war's. So. Ja. Ich glaube aber, unser Kistchen mit dem Holz wird auch bald langsam mal voll, oder? Was? Keine Ahnung, ich bin gerade schon wieder so eine Ladung hier. Wie viel haben wir denn jetzt schon drin? Boah, 96.000. Boah, ist schon eine Summe. Na komm, mach mal rein da. Was haben wir jetzt? 118. Okay, die Greifarme schaffen es noch mit dem Ding runterzubringen. Okay.
So, das Ganze noch einmal, weil es so schön war. Oh, einer fehlt mir noch. Also das Schöne ist mit dem Programmieren, ne? Das ist einfach herrlich. Ja. Jetzt wird schon so viel hergestellt, ne? Aber ich glaube, wenn ich hingehe, macht das so. Ja, das ist wahrscheinlich effektiver. Ja, stimmt. Wollte ich das auch gerade machen. Immer noch zu langsam. Nee, jetzt kommt das an. Jetzt, guck mal, jetzt kommt das Ernst nicht mehr da. Ja! Alter, das ist ja Wahnsinn, ey. Egal wie du das machst, keine Chance. Weißt du, das ist ja eigentlich nur eine Herstellungsgeschwindigkeit von 0,5 bei dieser Erzsortieranlage. Und bei diesem Erzbrecher sind es, glaube ich, okay, Herstellungsgeschwindigkeit von 1 ist dazugekommen. Okay. Ja, deswegen werden die. Oh, shit, da ist ja noch ein gelber Tunnel drin. Ja, jetzt kommen die grünen Greifarme nicht mehr nach oder was? Ah, doch, sie schaffen es tatsächlich. Oh ja, die schaffen das noch. Das war nur der Anfang gewesen, wo sie es nicht geschafft haben. Ja, was machen wir mit dem ganzen Stein? Keine Ahnung, ey. Irgendwann sprengen wir einfach den ganzen Tower und setzen eine neue. Ne? Ja, das bleibt nichts anderes. Wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Ja. Weil wir sehen hier unsere Standardproduktion, wo uns einfach nur über Wasser hält. Wenn ich mir überlege, da drüben steht das Zehnfache. Ja. Was soll man mit diesem Scheißstein machen? Falls jemand Angel spielt und sich die Folgen anguckt, kann er ja mal einen Tipp geben, was man mit dem Stein alles machen kann. Ja, ich denke mal eher mit der Schlackenverarbeitung, aber wie gesagt, mit der Schlacke habe ich mich noch gar nicht befasst. Aber weißt du, was du da für eine Mega-Fabrik bauen müsstest, um diese Schlacke umzuwandeln? Du kannst ja, sag ich mal, das weiß ich nicht, Eisenerz. Du kannst ja aus Mineralschlamm kannst du auch noch Eisenerz produzieren, ja? Okay. Und Mineralschlamm. Was ist denn jetzt da los? Speichern, oder? Und aus Mineralschlamm. Keine Ahnung, wie man das herstellt. Oder ich hab's nicht erforscht. Kann auch sein. Dort kann man nämlich auch noch ein bisschen Eisenerz gewinnen, aber da muss man das Ganze filtern und hin und her machen. Das ist auch schon ein bisschen nervig. Weil man braucht dafür zu filtern, braucht man wiederum Stahlträger, Kohle braucht man dazu. Weil dadurch werden ja, wenn ich das noch hier finde, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe es nicht erforscht. Nee, ich habe es noch nicht erforscht, wie es aussieht. Ja, genau, hier die Kohlefilter, die braucht man dafür. Mineralschlamm abzutransportieren. Ist mir ein bisschen zu viel. Ein klein wenig zu viel. So. Also Kupfer. Ja, Kupfer ist dauervoll irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Wobei, ich könnte mal hier nochmal ein bisschen zuschlagen bei Kupfer. Oh, Dankeschön. Eisen, naja, Knick ist einfach. Wobei, es staut sich mal langsam hinten. Ja, wobei, ne, es werden ja auch noch grüne Schaltkreise gefressen, die brauchen auch wiederum Eisen. Nicht mehr lange, weil hier die Kiste mit dem Plastik ist leer. Ah, okay. Das erklärt so manches. Immer im Kreis, brumm, brumm, brumm. Ja, die sollen erstmal hier die roten Schaltkreise wegmachen. Wenn du als Abzweigung
Es sollte als immer so ein Ding rein. Ne, ne, es hat schon gestimmt. Das hat schon gestimmt. Ja, bloß brauchst du immer drei. Einer, wo so geht, einer, wo ablenkt und einer, wo dann wieder geradeaus geht. Sonst wird nämlich nur ein Band gefressen. Jetzt wird nämlich beidseitig hier. Gut, ist egal, ist sowieso bald alles leer, aber... Scheiß drauf. Irgendwann verdoppeln wir das Ganze, verdreifachen wir. Vor allem, wir haben schon gelbe Bänder genutzt. Das heißt, das Ding läuft noch nicht mal zu 100%. Weißt du? Das ist eigentlich ausgelegt für, hier, sag mal's, blaue Bänder normalerweise. Ich sehe gerade die Kiste, da war bestimmt mal Plastik drin, oder? Welche? Bist denn du? Die wohl leer ist. Hä? Leer? Wo? Oben, da wo du stehst, ist so eine Kiste. Ja, 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 da war Plastik drin, ne? Ich hol mal 4000. Ah, ist wieder voll, okay. Nee, Bremskraft haben wir noch gar nicht erforscht, ne? Yep, deswegen, Alter, die Züge gehen ja jetzt schon ab wie Schnitzel. Jetzt haben wir mehr Plastik als Grüne. Ja, wieso hängt das bei beim Grünen so? Ja, Eisen fehlt. Liegt alles nur am Eisen. Ja. Aber wenn ich mir das sage, ja, kommt fast kein Eisen erst unten an. Gut, ich könnte da eine intelligente Schaltung einbauen. Ja, das werde ich jetzt auch mal tun. So, dann steht zwar hinten alles still. So. Der hier liest aus. Ja klar, jetzt ist natürlich viel, weil jetzt gerade mal alles gestoppt ist. Die dürfen nur arbeiten, wenn Eisenplatten... Na, wo sind sie denn? Hier. Eisenplatten größer sind als... Ja. Ansonsten müssen sie stehen bleiben. Alter, eine Erdsortieranlage MK4. Ach, fick dich doch. Oh, scheiße. Ja, komisch ist so, dass hier das Band oben drüber voll ist, aber unten nicht. Das ist aber normal. Das ist normal. Ja, jetzt warte mal ab. Das staut sich ja jetzt alles hier in den Balancer. Und dann wird es nach unten geleitet. So, merkst du es? Den Rückstau? Ja. Jetzt kommt unten mehr an. Und jedes Mal, wenn der hier mehr als 4 Eisenplatten zählt, gibt er dem Impuls, dass die laufen dürfen oben. Ah ja. Und solange er das nicht macht, bleibt es dann immer stehen. Ah. Siehst du? Ja, ja. Da wird halt mehr jetzt erstmal hier in die Grüne reingekloppt. Und ja, mit Hoffnung, dass dann auch mal wieder ein bisschen mehr andere Sachen hergestellt werden. Also es kommen auf jeden Fall wieder mal viel mehr Grüne an für die roten Schaltkreise. Ja gut, weil unten alles, weil ich ja unten noch verschnellert habe. Und ja, unten sich alles staut. Ja gut, über kurz oder lang, das ist wie gesagt einfach nur unsere Basic. Ja. Die wird sowieso später dann ausgetauscht gegen eine richtige Fabrik. Ah, wird alles abgerissen, neu gebaut. Richtig, zumindest mal die Zulieferung, was die Erze angeht. Und vor allem verdoppelt und dreifacht. Also, ja, ich sag mal so, normalerweise macht man zweimal Kupfer und zweimal Eisen und mindestens ein 4er Stahl. Ja. Das ist eigentlich quasi die ja, Mindestproduktmenge, dass überhaupt was vorwärts geht. So. Was machen wir jetzt gerade? Emulatoren. Puh. Ich will überlegen, ob wir sollen jetzt dann noch die. Ganz ehrlich, solange wir noch Material haben, ja. Lass uns mal anfangen, bitte die Kernkraft zu machen. Kernkraft? Ja, weil wir brauchen definitiv Unmengen an Strom, wenn wir wirklich auf Elektrobrennöfen wollen. Das Problem ist, ich kann nur die Kernenergie machen.
Ja, meine ich ja. Nee, Kernkraft, oder? Kernenergie. Das brauchst du blau. Die Zentrifuge, Kernreaktor. Ja, meine ich doch, meine ich ja. Genau, dass diese Grunddinger jetzt erstmal laufen. Mhm. Und den Rest? Bis ich diese, sag mal, Korwachsverarbeitung habe und so weiter, das dauert natürlich, weil da brauchen wir lila und goldene Fläschchen dafür. Korwachs kannst du vergessen. Oh, erstmal, ja. Korwachs kannst du vergessen, dafür brauchen wir die lila Fläsche und die gelbe Fläschchen. Ja, ich sag ja, bis wir die haben oder so, dass wir zumindest aus den Erzen schon mal das Zeug gewinnen können. Mhm. Doch, Kernenergie braucht 1000 von allen Fläschchen. Ja gut, das ist, ich sag mal so, blaue Fläschchen haben wir jetzt fast 1000 Stück. Rot, grün ist kein Problem. Ja okay, die Maschinen dort hinten langweilen sich schon. Bei den blauen Fläschchen, hä? Bip. Was eine Lampe. Alter, irgendwo wo ist eine Lampe? Ah, ich hab sie gefunden. Eine Lampe, Alter, ernsthaft? Ja, die anderen habe ich allen abgerissen, bis auf eine. Ah, Kernenergie geht doch noch relativ schnell mit der Forschung. Ja gut, solange vorhanden ist, ne, das Zeug. Solange es vorhanden ist, gut, richtig. Rot, grün sollte eigentlich immer da sein. Ja. Ja, das ist aber schuften jetzt hier. So, weil du das jetzt forschst, werde ich jetzt mal anfangen, auf jeden Fall mal den einen Zug unten mit dem guten alten Schwefelsäurezeug zu befüllen. Ja. Das werden wir nämlich auch in Massen brauchen. Okay, jetzt wird Kupfer ein bisschen gefressen. Egal. Besser als nix. Eisen kommt auch gut an. Jo. Was willst du unten mit dem Zug machen? Ich will jetzt Schwefelsäure abholen. Ah, okay. Dass mal oben anfängt langsam sich auch mal die Schwefelsäure in die Züge zu begeben, die später dann auch die Erze holen. Mhm. So. Ach ja, meine Roboter, die machen hier schön ihre Arbeit. Ein bisschen Holz holen, damit wir den Winter nicht erfrieren. Ach ja. Boom. Ah.
Ach, ist das schön, wenn die Roboter sich schön aufteilen. Ah je, habt ihr es bald, Roboter. Endlich seid ihr fertig. So, was wollte ich jetzt da machen noch? Ich hab's wieder vergessen. Ach so, ja. Du. Haben wir nicht diese Modulstationen? Noch nicht, glaube ich. Nee, wann kommt denn die? Relativ spät, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ich dachte immer am Anfang bei der Forschung. Ah ja, Effektübertragung, wir brauchen die gelben, ja, okay. Weil da wollte ich das ja gerade bei den Schmelzöfen Produktivität reintun. Sieht so unten aus mit der Chemie. Ja, die Chemie vor sich hin, ne? Chemie vor sich hin. Schwefelsäure ist permanent leer. Was? Ja, das kann nicht sein. Doch, Tatsache. Ja gut, okay, du bist ja oben am Füllen. Jupp. Kann ich nicht die Chemiefabrik Stufe 3 bauen? Aber ich sehe gerade, es staut sich gerade wieder hoch, oder? Oh ne, der Zug ist leer. Krass. Da steht schon der nächste parat. Okay, der ist fast voll. Ah, das ist der, wo die ganz normalen Dings oben beliefert. Der andere ist der, wo oben füllt, stimmt. Aber ich sehe gerade, ich sollte mal noch da oben Radar irgendwo hinklatschen. Ja, ja. Also nicht wundern wegen den Fässern, die habe ich jetzt bloß als Maschinenersatz, weil die ja noch nicht erforscht sind. Dass ich den Abstand berechnen kann. Okay. Oh, wir brauchen ja Beton. Mhm. Aha. Und die brauchen wiederum Eisenerz. Ja. Oh Gott. Ich sag ja, das ist das Geile, ne? Du bist am Machen und Tun. Dir kommt's vor, als würdest du die Welt bewegen. Dabei hast du noch gar nichts gebaut. Ja. Stell mal das, das ist Angel, also. Das ist echt krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es sich so böse auswirkt. Also böse im positiven Sinne, wohl bemerkt. Ja, ist halt mal, ne, was anderes so. Ich habe oben eine Kiste hingestellt beim Eisenerz, dass der mal ein bisschen auffüllt fürs Beton. Alter, hier die Kupfermine wird einfach nicht leer. Oben, ne, an der Base. Ja? Ja, das ist echt heftig.
Boah, Alter, dieser Zug. Ey, lebensgefährlich. Yep. Aber was die Schnelligkeit angeht, könnte sich die Deutsche Bahn mal ein Beispiel dran nehmen. Das stimmt, ja. Ja, wenn er sich nicht gerade irgendwo rein verfängt, ist die Pünktlichkeit auch gewährleistet, ne? Aber wenn man dem zusagt, eine Minute, dann hält er sich auch dran. Sagt überhaupt oben das Eisen? Ja, das dürfte schon fast leer sein. Ja, bis auf die, wo, sag ich mal, noch mit Dings befüllt werden. Oh ja, 1000, 2300. Uiuiuiui. Leer. 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 Komplett leer. Absolut leer. Ja, bald haben wir so die Forschung. So. Werde ich mal wieder eine Trillion an intelligenten Greifarmen brauchen hier? Aber ich glaube, drei Anlagen, die das ganze Erz auseinandernehmen, sollten ausreichen. So, kannst du deine Kernenergie machen. Vor allem, ich muss erstmal auf die Karte schauen, wo hier überhaupt Erzfelder sind. Ne? Wir haben fast bei kein Uranerz. Das ist so wenig. Bei uns unten ist ein Feld und neben der Zerkleinerungsschmelze. Und unterhalb vom Ölbahnhof sehe ich gerade. Also wenn man vom Ölbahnhof nach unten geht. Genau. Da ist auch noch was, aber das sind alles so kleine Fotzendinger, ey. Entschuldigung, die Ausdrucksweise. Ist halt so, Mann. Das war wieder knapp gewesen mit dem Scheißzug. Spielst du fangen, oder was? Aha. Unfreiwillig, ne? Ja. Jetzt setze ich erstmal hier oben Radar hin, ey, dass das mal ein bisschen aufgedeckt bleibt. Links haben wir ja nichts, ne? Doch Kohle. Okay, das Kohlefeldchen da oben. Das untere Kohlefeld, das werde ich auf jeden Fall mit dem Zug überfahren, weil ganz ehrlich, wegen dem 1,3. Was ich halt verstehe ist, Kohle kann man als Erzfeld mit Schwefelsäure nicht abbauen. Aber alle anderen Felder kann man. Ja, das ist auch etwas, wo ich nicht verstehe. Obwohl, also du brauchst keinen extra dafür. Ja. Bei allen anderen, nö, geht nicht. Verstehe ich nicht. Jetzt soll mal unten bei uns das kleine, mickrige Putzelerzfeld abbauen mit Uran.
In der Base drin, meinst du? Ja gut, wobei, das können wir ruhig abmachen. Oh Gott, der braucht ja Schwefel. 200.000, Alter, was willst du mit dem? Weiß ich. Lass es einfach, da gehe ich nicht ran, das ganze Knicken. Wir brauchen die, wo unendlich Förderungen haben. Ja, da unten haben wir so ein kleines Fältchen. Was hat das hier neben dran? 300 noch was mit ein bisschen Prozent drin. Ja, 8.000. Das lohnt sich alles nicht, ey. Das ist echt so heftig. Oben links. Uranerz 1,4 Millionen mit einem Ertrag von 13.000 und ein Stückchen oben drüber 691.000 mit einem Ertrag von 22.500. Oh, das ist okay. Das könnte man ins Auge fassen. Da. Jamarsch. Gut, dann würde ich sagen, was ist gewesen mit dieser Folge? Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss. Servus.